Ja, nichts machen, Miet machen. Miet machen, Miet brennt, Miet läuft. Und hallo an unsere Zuschauer auch im YouTube-Land. Willkommen bei unserer heutigen Aufnahmesession. Und Mathe sagt so schön, nichts machen, Miet machen. Also, Miet läuft, können eigentlich nur abwarten. Auch. Ups, so. Es gibt nichts Neues zu lernen. Okay. So. Edelholz habe ich noch. Ich mache mal mein Invi leer. Also ich habe noch zwei Mischungen Frostwiderstand dabei. Mhm. Ich habe den fleißig an produzieren sozusagen. Ja, ich denke mal, wenn die erste Mische durch ist, dann können wir zumindest schon mal gucken da einmal. Ja, sehe ich auch so. Wir haben ja im Süden direkt einen so einen Berg. Hat irgendjemand eine Dreier Spitzhacke? Spitzhacke reingelegt. Das ist keine Spitzhacke, das ist eine Hacke. Na gut. Aber das hätte ich dann nicht so gut sagen können wie Spitzhacke. Verstehst du? Deswegen habe ich Spitzhacke gesagt. Nein. Doch, doch. Spitzhacke! Du kannst doch sagen Spitzkacke. Nein. Doch, doch. Wie lange dauert dieses blöde Fermentieren denn? Ja. Das kann so dauern. Das kann so dusig dauern. Ey. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Überlegen. Wir könnten natürlich die Karte mal was aufdenken gehen. Aber da ist, glaube ich, in der Nähe nichts mehr, was man aufdecken müsste, eigentlich außer die Gebirge. Müsste nicht mehr so lange dauern. Okay. Wie gesagt, wir müssen ins Eis oder auf die Berge dort Erz finden. Zwei Arten von Erz dort. Ja, wir haben ja einen Berg direkt um die Ecke. Ja, deswegen ja. So, was könnten wir denn noch bauen? Wir haben Fermentierer, Schmiedeprüferichtung. Haben wir eigentlich alles gebaut, ne? Eisentore, wir können noch einen Knast bauen. Objektständer. Hängende Kohlenpfanne, das klingt aber sehr spannend. Kannst deine Straße fertig machen. Das ist eine Idee. Danke. Siehste, dafür habe ich dich. Okay, dann kann ich hier wieder rausgehen. Ja, wenn es so ist, dann gehe ich eben wieder. Wenn es das genau. So ist, dann brauchst du mich ja eigentlich gar nicht wirklich. Genau, weil dann kann ich ein bisschen weiter Zombies kloppen gehen. Hm. Das heißt, du würdest das Valheim bevorzugen? Nein. Siehst du, dann bist du doch genau richtig hier. Ja, aber das ist ja Valheim. Achso, dann ist auch gut. Warum soll ich das jetzt bevorzugen? Nee, weniger. Okay, finde ich gut. Ich glaube, deine Wildschweine machen Geräusche hinten. Ja. Wie macht man das denn mit der Straße, wenn ich mal fragen darf? Ihr muss diesen Steinmetztisch und eine Werkbank mitführen. So, habe ich in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich noch in deren Umkreis bin, nee, aber ja, hier. Die musst du ja mitnehmen. Ja, also klar. Der eine Bienenstock, der passt hier nicht hin. Nehmen wir mal an, die sind in der Nähe. Wo finde ich denn die Straße? Ja, in deiner Hacke. In meiner Hacke, okay. So wie du es auch machst. Ja, ich habe ja noch nie eins gemacht. Du hast doch einen Weg gemacht. Ja, einen Weg, ja, aber eben halt noch keine Straße.
Weg gleich Straße. Straße gleich Weg. Verstehe mich, dummer Ronny. Max. Max, du. Ich glaube wirklich, dass er aufgehört hat, weil er wirklich da bei seinem Sandstorm-Let's Play ordentlich ging. Was heißt aufgehört? Vielleicht nur das Spiel und macht andere Sachen weiter. Nö, also auf seinem Kanal macht er zumindest nichts. Also. Werkbank. Aha. Okay, da sehe ich ja, wie weit die Reichweite von der Werkbank ist. Bis hier. Warum darf ich denn hier nicht... Ah, da darf ich bauen. Okay. So, und dann brauche ich einen Steinmetztisch, sagtest du. Oh, da braucht man Eisen für. Wieso, der kannst du dir auch abbauen. Die stehen doch hier draußen. Ja, ja, ich gehe erholen. Noch unterwegs. Ich bin doch unterwegs. Hauptsache, du hast jetzt alles an Material dafür mitgenommen, weil da liegt noch was. Nee, da liegt noch was. Ja, Holz und Stein liegt da noch. Achso, das liegen geblieben. Hä? Wieso? Wieso? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Hast du es abgebaut oder ich? Nee, ich hab's abgebaut. Oder ja, du? Was ist mit deinen Schweinchen da draußen, Alter? Die schreien so rum. Vielleicht haben sie Hunger. Zwei Stücken sehe ich da. Oh, ein Quickie-Schwein ist auch frei. Also Essen haben sie genug. Hier rennen ja auch schon zwei kleine drin rum. Ja. Ja, vielleicht quieken sie genau deswegen, weil die Kleine gekriegt haben. Vielleicht meinten quieken die quasi, das quieken ist nicht persönlich gemeint, sozusagen. Oh ja, die machen gerade wieder Bienchen und Blümchen. Ah, siehst du, deswegen quieken sie. Da haben wir das Rätsel doch schon gelöst. Eieieiei. Man sagt ja nicht umsonst, du Sau. Schwieriges Unterfangen. So, das. Ja, hoffen wir mal, dass die jetzt bald fertig sind, die Mischungen. Vielleicht brauchen die einen Tag, zwei Tage, ich weiß es nicht. Ist egal, ich baue so lange an der Straße, ist okay. Oh, das sieht doch schon besser aus. Gut, gut. Das gefällt mir. Das scheint jetzt auch die richtige Steigerung zu sein. Dann können wir jetzt ja pflastern. Okay. Bis hier geht's und nicht weiter.
6. Was für ein 6? 6 sagte ich, nicht 6. Ah. Nicht verwechseln. So, warte, bis da ging die eine Werkbank. Warum baust du die nicht einfach wieder ab? Damit ich sehe, wo das Ende von dem Einflussgebiet von der Werkbank ist, weißt du? Ein bisschen könnte ich. So. Weißt du, jetzt will ich... Aha, da ist die Mitte vom nächsten Gebiet, weißt du? Und dann kann ich dann hier und hier abbauen. Das ist umständlich. Okay, mag sein. Weißt du, was auch umständlich ist? Daneben zu stehen, zu mäkeln, während man nichts tut. Dann gib mir was zu tun. Ja, bau Straße. Da muss ich erstmal was für holen. Hä? Warum reicht das nicht bis hier? Muss ich nicht verstehen, oder? Hä? Oh. Ah, so geht's aber. Gut, gut. Aber hier kommt man nicht mit dem Karren runter. Also ja, runter muss es wieder gut abreißen. Das ist ja das Problem. Man sieht leider das Ergebnis immer erst, wenn man fertig ist. Also wie diese Ecken da rechts. Die müssen auch noch weggebaut werden. So geht's. Was weg. Ist ja immer, wenn sie die Stück Straße, dann gräbt sich das wieder in die Tiefe. Bis hier reichen die Bank. Okay. Na gut, hier muss eh noch planiert werden. Das nützt alles nix.
von außen Straßen machen will, ist das schon echt ein Projekt, hä? Ja, sieht optisch halt besser aus, ne? Ja, ja, aber es ist halt echt ein Projekt. Ich hab die eine Straße schon gemacht. Ich weiß das. Aufwendig. Ja, auf jeden. Also da, wo wir unsere Base in den Ebenen haben, da ist auf jeden Fall auch ein Hügel. Das Gebirge. Na gut, ihr könnt natürlich erstmal ohne Schiff dahin reisen, ne? Ja, das ist. Das Problem ist halt, das Erz kannst du halt leider nicht teleportieren, ne? Ja, ja, klar, denke, aber wir können es ja erstmal. Bei uns auf dem Berg genug haben. Und dann schauen. Ja, muss es halt erstmal suchen und finden, denke ich mal, ne? Ja. Du war ein Gedanke oder was? Nö. Ich hab's nicht aktiviert. Okay. Sah so aus. Nein, sie kriegt automatisch, weil sie in deiner Nähe ist, kriegt sie den Buff ja mit. Ah, okay. Aber ihrer wird nicht aktiviert. Sieht doch schon besser aus hier. Gespannt. Das sieht auf jeden Fall optisch schon mal besser aus als vorher. Und ab ja. Hier geht es ja wieder bergab. Kriegst Besuch. Ah, ich korrigiere, ich krieg Besuch. So. Versuchen wir mal die Werkbank zu verlegen. Ich glaube, hier muss man was weg.
glaube, das wird ganz gut jetzt. Mal gucken, wir werden es ja jetzt sehen. Hä? Möchte ich verstehen. Ich kann doch nur was abreißen, wenn eine Handwerkstation in der Nähe ist. Und? Wie sieht's aus? Womit? Ah, zu weit weg. Muss ich hier noch mal eine hinbauen. Was war eher Frage ging bezüglich der Straße. Hey, wie soll es aussehen? Ja, funktioniert's? Ja. Funktioniert's? Ja, schon gar nicht so schlecht aus hier. Ja. Brauchst halt natürlich ohne Ende Stein, ne? Ja, gut, den haben wir hier abgegraben. Wir haben ja hier richtige Kerbe in den Berg reingemeißelt. Ja, ist halt einfacher mit dem Wagen durchzukommen dann, ne? Ja. Ja, hier müssen wir noch abtragen, Alea. Tut es auch nicht. Da müssen wir ein gutes Stück tiefer. Der Olli. Ah, hi Olli. Wir treiben uns die Zeit, bis unser Kältetrank vorbei ist und arbeiten weiter an der Straße. Ich könnte ja sogar einen Tunnel bauen für die Straße, ne? Theoretisch. Nein, ich glaube nicht, dass du einen Tunnel hinkriegen wirst. Sorry, da kommt der Planet Coaster Bauer wieder bei mir durch. Wenn dieses scheiß Ziel nicht wäre, hä? So, es ist fertig. Oh, er hat fertig. Hattest du noch welche gemacht gehabt davon? Ja, ich habe noch welche bei mir im Indy. Ja, da sind sie gut. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also wir haben insgesamt 12 Stück rausbekommen. Das heißt, 6 für jeden von euch. Hat ich auch in etwa gerechnet. Sollte erstmal auf jeden Fall reichen. Also meine Hacke ist kaputt. Alea, warte, dann nimm die Dinger mit hier. Hier noch einmal. Dann hack ich hier noch weiter. Wir können auch jetzt erst einmal in die Berge gehen. Machen wir auch. Ich will nur die Straße wenigstens so breit machen, ja, dass uns das passieren kann. Oh, danke. Du kannst mir auch die Mischung geben, da schmeiße ich die wieder rein. Die habe ich Alea gegeben. Achso. Die ist schon unterwegs. Tja. Ja, dann. Mit diesem ja, sehr ambitionierten Projekt verabschieden wir uns auch schon aus dieser Folge.
und danken euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Küssi. Mit Küssi. Nee, danke. Nee, lieber nicht, ne?